Ich habe meinen eigenen Zug. All aboard the Stand Train. Alright, 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 Leute. Es ist wieder soweit. Wir machen das erste richtige Let's Play. Beziehungsweise ein kurzes Let's Play. Mit End Strange Act 1 und dem Oculus Rift. Es ist eine Half-Life 2 Mod, die ja, vor kurzem modifiziert wurde, so dass sie auf dem Oculus Rift funktioniert. Und ich würde sagen, lass uns das mal probieren. Soll nicht sehr lang sein, deswegen perfekt dafür geeignet. End Strange Act 1. Und, bin mal gespannt. Ach du Scheiße. Oh, nein, nein, nein. Ich mach die Augen zu. Boah, ich bin seekrank bei dem Kackding. Nee, ich kann hier nicht lange gucken. Catch of the day. Den Text kann ich nicht ganz lesen. Oh. Im echten Leben bin ich nicht im Seekrank, aber hier mit dem Oculus, das ist too much. Das ist too much. So. Irgendwas ist passiert. Ich bin unter Wasser. Da ist mein Zielkreuz. Flop. Da ist mein Chef. Ich bin ein schlechter Captain, wenn ich hier gegengerast bin. Ich meine, ich sitze da einfach, gucke zu und ich rase hier auf dem Pier. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Da ist ein Leuchthaus, scheint kaputt zu sein. Christian Baker. So. Shipping Permit Office. Ah ja. Ich muss mal ein Parkticket für mein Schiff holen. Es hat wohl ein paar. Was? Türen gehen eigentlich nicht selber zu. Türen gehen nicht selber zu. Fuck you. Soweit ich weiß, sollte das eigentlich kein Horrorspiel sein. Hier ist eine Leiter. Und ein Boot. Ist was im Boot drinne? Nope. Ja, das ist so cool mit dem Oculus Rift, dass man sich so umschauen kann. Das einzig wirklich schade ist, was schade ist, ist, dass man Kopfschmerzen kriegt von dem Spiel. Beziehungsweise allgemein vom Spiel. Also ich schaffe zurzeit ungefähr eine halbe Stunde, ohne stark Kopfschmerzen zu kriegen. So, Ventilator. Das sind zwei Türen. Klopp. Fenster. Kein Fenster. Okay, schon das erste Puzzle anscheinend. Backsteine. Flop. 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 Ich nehme so viele mit wie möglich. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, genius. Zack, zack. Okay. Ein paar Puzzle-Elemente gibt es in dem Spiel. Ich wollte schon gerade sagen, muss ich einen Stein holen? Na, das fällt auch so selber voneinander auseinander. Muss man nur leicht anhusten. Ich nehme mal das Telefon mit. Trusty Telefon. Mach auf. Sonst noch irgendwas? Nö. Schöne Aussichtsplattform. Was haben wir jetzt? Zeitung? Oh, what the fuck? The first for news gossip. Wentworth Herald. Lighthouse decommissioned. Okay, sagt er, das ist kaputt. Weg mit dir. Ja, auf jeden Fall ist es ehrlich gesagt sehr gut gemacht, das Spiel. Beziehungsweise die Modifikation, wie auch immer man das nennen möchte. Für mich sieht das schon eigentlich aus wie ein vollwertiges Spiel, halt nur dass es auf Half-Life 2 Basis läuft. Und das ist awesome. Sieht gut gemacht aus, hat Voice-Overs. Also zumindest am Anfang. Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, worum das Spiel geht. Ich glaube, es ging um Zombies oder so, wenn ich mich nicht täusche. Sternklarer Himmel. Ich will kommen. Was? Hey, are you okay down there? Ja, ja. Na klar, aber dass du mal eben hier jemanden umgeknallt hast, macht dir so keine Sorgen, oder?
Ich meine, wieso soll ich jetzt einfach hoch, weil du eine Knarre hast? I run into a bit of trouble, so excuse the mess. That was your boat, wasn't it? Damn right. I didn't expect a survivor. Let's get inside. Warum hört er sich so enttäuscht an? After you. Aha, ist klar. Das Spielchen kenne ich, das Spielchen kenne ich. Some interesting parking, by the way. I'm John. Parking. Ich hab's auch gesagt, das Parken ist scheiße. Aber das Spiel kenne ich. Der sagt, geh vor, hat eine Knarre in der Hand. Oh, das sieht cool aus. Dieser Raum sieht geil aus. I'm sorry you had to crash here of all places. The island is overrun. Okay. I've been working on fixing a radio and I had it, but that's when this happened. I was attacked after I managed to get a message. Teddy Button. A company called Ark are blocking all communications with a damn curfew message. Okay. Irgendwas mit Ausgangssperre. I don't need it anymore. Hey, cool, er hat mir die Knarre gegeben. Go out of the back door. Okay. It'll take you to a river. Juckt ihn nicht, Shampoo. To the nature reserve. And then you can follow the rails into Wentworth. I'm sure that's where it's coming from. Look, before you go, I came here with my wife and daughter on holiday 3 months ago, around the time this began. We got separated, but please, if you find them, keep them safe. Do what I couldn't. Ja, irgendwie hat sie sich gerade komisch angehört, oder? Kein Geld, irgendwie so. So, und wir müssen jetzt durch die Insel kämpfen, weil der Kollege keinen Bock hatte. Oh, die Vase ist kaputt. Sitzt in seinem sicheren Häuschen und sagt, geh du mal, ich hab keinen Bock mehr. Was ich nicht konnte. Hä? Witzig. Witzig. Taschenlampe. Und Batterien. Cool. Oh, die Taschenlampe hat echt einen coolen Effekt, finde ich. Also es ist nicht so übertrieben krass hell, aber... Habt ihr gerade auch was gehört? Habe ich nicht gerade eine Frau irgendwie heucheln hören? Oh, Frauen sind creepy, habe ich schon mal bei P.T. gesagt. Playable Teaser für Silent Hill. Aber nichtsdestotrotz, ich bin erstaunt, was der Mod da so alles gemacht hat mit dem Spiel. Ich meine, das Ding ist umsonst und der baut hier sowas Cooles mit Musik und eigentlich eine recht hübschen Grafik. Der Fluss ist silent. Das fällt mir gerade auf. Der fließt da so vor sich hin und gibt kein einziges Geräusch von sich. Levelwechsel. Ah, wir sind weiter. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Chapter 2 ist. Ich meine, im Startmenü konnten wir Chapter 2 auswählen. Aber wir sind in einem kleinen Wald. Nicht gerade dicht. Und im kleinen See. Ich meine, ich finde den See hübsch. Die Atmosphäre ist jetzt nicht super gruselig. Ab und zu mal kommen ein paar Geräusche hier irgendwo raus. Aber zum Beispiel sowas hier. Das ist jetzt nichts, wo ich richtig Panik beikriege. Ein Bonsai-Bäumchen. Auch nicht schlecht. Cola. Cola. Coins. Yep. Yeah. Okay, was haben wir hier? Ein Fernseher. Richtig schwarz. Ein schwarzen und aus Pappe. Ich meine, so wie das Ding gerade gerollt ist, war das Ding aus Pappe. Okay. Ich habe jetzt kein einziges Monster gefunden, also ist schon mal kein actionlastiges Spiel, sag ich mal. Okay. Wir haben Munition gefunden. Ah, ich habe jetzt nur einen Schuss. Fein. Okay, so viel dazu. Tap. Oh, cool gemacht. Ist das aus Left 4 Dead die Animation oder hat er die selber gemacht? Für Left 4 Dead war das ein bisschen zu langsam, aber kann sein, dass er das verlangsamt hat. So, wo kommen wir hier an? Sorry. Inland the Rail. Unauthorized access is prohibited. Okay. Fahrrad. Teller.
Munition? Radio? Okay, wir gehen weiter. Ich hab doch gerade einen gehört, oder? Ja, da ist auch einer. Ja, das sehe ich doch von hier. Ha! Und Arschgeige. Okay, schon zwei Monster. Ich kann meinen Taschenlampe endlich ausnutzen. Ja, die Taschenlampe hat echt einen coolen Lichtschein, finde ich. Also sieht sehr atmosphärisch aus und beleuchtet auch ziemlich cool. Gestern. Auch das hier sieht nett aus. Ne, wie das beleuchtet ist und so. Warum jetzt die Musik so auftritt und dabei auch noch so eine melancholische, ist mir jetzt ein bisschen rätselhaft. Main Power ist aus. Noch eine Taschenlampe. Okay. Ah, da sind. Ist das, war das nicht der Hebel gerade? Die waren doch auch rot. Ja, klar. Dann. Meister. So, und jetzt kommt, wird bestimmt hier gestürmt, oder? Ich habe meinen eigenen Zug. All aboard the Stand Train. Tutu, lasst uns loslegen. Ja, wir rollen. They see me rolling, they hating. Nein, nicht wirklich. Okay. Ja, auf jeden Fall, mir gefällt dieser Mod. Die Oculus Rift Integration ist wie bei Half-Life. Ist eigentlich relativ gut. Man sieht jetzt keine Beine oder so. Es fühlt sich auch alles ein bisschen zu nah an. Das hatte ich auch schon bei Half-Life. Was ist los? Okay. Ich meine, da hinten hat er gerade so ein Tor weggebrochen. Und hier hält er vor so einem kleinen Gartenzaun an. Seems legit. Seems fucking legend. Sehr ruhig. Hey. Warte. Bleib unten. Eine Puppe. Eine Babypuppe. Wie creepy ist das? Wer lacht mich aus? Mich lacht keiner aus. Komm, Baby. Mach. Oh, hier kann man sehr viele Schubladen aufmachen, muss ich sagen. Auch Schubladen rausnehmen. Boah. Dieses Zombie-Geräusch erinnert mich ein bisschen an Minecraft. Hey. Was geht? Du auch hier? Jetzt kommen die alle hoch. Zack. Zack, zack. Sehr schön. Okay. Ey, wie viele sind das jetzt? Es waren vorhin so wenige. Noch einer. Holy crap. Vielleicht sollte ich einfach zum Stand Train zurück. Ja, ich gehe einfach zum Stand Train. Warum liegt hier eine Leiche? Da war vorher keine Leiche. Bin ich mir 100% sicher. Egal. Wir düsen los. Komm, überrollen, überrollen. Zack. Wie unspektakulär. And the Stand Train is rolling again. Und ich hoffe, es hat euch gefallen bei dieser Folge. Das war's für die erste Folge von End Strange Act 1. Wir machen direkt natürlich... was heißt hier mal? Es kommen noch weitere Folgen raus. Ich will diesen Mod komplett mit dem Oculus Rift durchzocken. Auf jeden Fall Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich sehe euch auf jeden Fall in der nächsten Folge. Gebt Flosse. Flop. Do not block. Huh? What you gonna do now? You don't tell me what I don't do, can't do, want to do.